Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Debian, das grundlegende Prinzip der Debian-Paketverwaltung. Es gibt im Linux-Bereich zwei große Modelle einer Paketverwaltung für zu installierende Programmpakete. Nachdem sich das alte TGZ-Format für die Verwendung bei binären Paketen als unzulänglich erwiesen hatte, weil es keinerlei Mechanismen zur Deinstallation aufwies, begannen zwei verschiedene Distributionen eigene Paketverwaltungen aufzubauen: Debian und Red Hat. Debian-Pakete enden mit der Endung DEB. Sie haben ein einheitliches Namensschema, das sich folgendermaßen zusammensetzt: Programmname, Unterstrich, Versionsnummer, Unterstrich, Architektur, Punkt, DEB. Wobei Programmname der Name des Programmes oder des Paketes ist, unter dem es später dann auch angesprochen werden kann. Versionsnummer ist die Version des Programmes oder Paketes. Und Architektur bezeichnet die Hardware-Architektur, für die dieses Paket gedacht ist, also etwa i386 für die PC-Architektur. Ein Debian-Paket besteht aus einem AAR-Archiv, das wiederum zwei komprimierte TAR-Archive und eine Versionsdatei beinhaltet. Wir können ja mal reinschauen in dieses DEB, in dieses Debian-Paket, und zwar mit dem Befehl AT und dann das Paket. Das sind die drei Dateien. Das Debian-Paket kann auch entpackt werden, und zwar mit dem Kommando A, X und dann die Datei. Und da sind die drei Dateien. So. Das erste TAR-Archiv, data.tar.gz, enthält die zu installierenden Dateien. Da können wir auch mal reinschauen mit dem Kommando tar, t, z, f und dann die Datei data.tar.gz. Das zweite enthält die Metainformationen über das Paket, die Skripts, die zum Installieren und Deinstallieren benötigt werden, sowie eine Prüfsumme. Dort schauen wir auch mal hier herein mit tar, tzf und dann control.tar.gz. Und dann gibt es noch die dritte Datei. Und zwar die Textdatei mit der Versionsnummer. Die kann man sich anschauen mit dem Kommando cat debian-binary. Das ist hier die Version 2.0. Und das Kommando ar muss erst nachinstalliert werden. Das ist noch nicht vorhanden bei der Standardinstallation. Und zwar kann der Befehl nachinstalliert werden mit dem Paket binutils. Wird ein Debian-Paket installiert, so werden die Informationen über dieses installierte Paket in mehrere Dateien im Verzeichnis var lib dp KG abgelegt, sodass jederzeit eine Überprüfung der bereits installierten Pakete und Dateien stattfinden kann. Die Informationen werden folgendermaßen aufgeteilt: In der Datei Available werden die Paketinformationen aller zur Verfügung stehender installierbarer Pakete abgelegt. In der Datei Status werden die Informationen über den Status der Installation abgelegt, sodass unterschieden werden kann zwischen korrekt
oder nur teilweise installierten Paketen. Im Verzeichnis Info liegen zu jedem installierten Paket die vier Skripte preinst mit der Endung preinst, dann mit der Endung postinst, mit der Endung prerm und mit der Endung postrm. Eine Liste aller enthaltener Dateien findet man in der Datei.list, die MD5-Prüfsummendatei in MD5-Sums und eventuell noch andere Informationen wie die zur Verfügung gestellten Libraries in einer Datei mit .shlibs. Mithilfe dieser Informationen sind sowohl Installation als auch Deinstallation von Paketen sehr sicher und umfassend möglich. Man kann das Verzeichnis varlib.dpkg also als Systemdatenbank der installierten Pakete betrachten. In der Regel sind keine manuellen Zugriffe auf dieses Verzeichnis notwendig. Alle Zugriffe werden mit den Hilfsprogrammen erledigt. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!